Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil The Dark Side Chronicles für Wii. Und ja, ich muss an dieser Stelle nochmal betonen, dass ich echt sehr, sehr positiv von diesem Spiel überrascht bin. Ich hätte es echt nicht gedacht, dass ein Lightgun-Shooter mich so fesseln kann und faszinieren kann. Wir hatten ja auch schon mal Gun Survivor gespielt. Der war auch nicht schlecht. Ich meine, es war ein typischer Shooter und da gab es natürlich auch schon einige Sachen, die man da so als Bonus-Sachen freischalten konnte, Minispiele und etc. pp. Aber dieses Spiel hier ist halt wirklich so liebevoll gemacht, dadurch, dass halt die alte Originalmusik der Spiele eingebaut wurde und die Charaktere wurden nochmal neu ausgearbeitet und man merkt halt total, dass sie einem das Gefühl vermitteln wollten, du bist in dem alten Spiel. Und das haben sie halt richtig gut gemacht. Und deswegen macht mir das Spiel auch wirklich, wirklich Spaß. Und obwohl es halt nur ein Lightgun-Shooter ist, gehört es tatsächlich schon echt zu den richtig guten Resident Evil-Spielen in meinen Augen. Also ziemlich geil, doch. Muss ich einfach mal loswerden an dieser Stelle. Jetzt wollen wir natürlich weitermachen mit Code Veronica X und gucken mal, welcher Bereich als nächstes kommt. Also ich muss sagen, dass mir der Granatenwerfer sehr gut gefallen hat. Und ich glaube, ich behalte noch erstmal dabei und wir schonen vielleicht die Magnum für später auf, für Chris oder so, Raketenwerfer. Wir haben schon 12 Granaten. Aber es läuft gerade eigentlich gut mit unseren Waffen. Ich denke, wir behalten das so bei. Und dann gucken wir jetzt mal, wie wir hier weiter durch die Geschichte geführt werden. Wir müssten ja bald in diesen Untergrund kommen, mit dem Labor, sag ich mal. Wo man eigentlich, also unter dem Panzer, was unter dem Panzer liegt. Aber mal schauen. Und die Kanalisation fehlt eigentlich auch, oder? Wir haben die komplett übersprungen, weil wir haben ja Steves Vater jetzt auch schon getroffen. Ich bin gespannt. So, wir sind wieder am Anwesen. Ach, das Boot, richtig, das Boot kommt ja auch noch. The boy and the girl. My bet is it's connected to that music box we saw. Ja. We have to go back to that room then. Claire. Ja. Ja, Steve. What? Don't you see them? Ja, ich sehe es. Das erste Mal, dass mich, glaube ich, aus dem Fledermaus getroffen hat. Kann ja nicht Schaden weg draufballern, ne? Ja, genau dann lade ich nach. Und rein. Da lag was. Ach, nochmal 3 Granaten. What happened back there? I thought I heard someone. Sorry. Must have been my imagination. Mhm. Let's get going. Hi. Bams, bams, bams. Ja. Warum brauchen die so viele Kopfschüsse, frage ich mich. Ah, jetzt hat's. Es kann aber auch wirklich sein, dass man das Messer erst im zweiten Teil benutzen kann. Es gibt ja noch Umbrella Chronicles. Den werde ich auch auf jeden Fall zocken. Ich habe ja kleine Ausschnitte in einem Let's Play gesehen. Das ist sehr, sehr cool, das Spiel. Da kann ich schon mal versprechen, das kommt auch auf diesem Kanal. Aber nicht so bald. Nicht so bald. Oh nein! Viele. Oh oh. Hunter. Let's make the first move. Hahaha. Ach doch. Verreck, du Sack. Ja, du Arschloch. Mist. Ich könnte schon wieder ein Kraut gebrauchen. Oder ein erster Hilfespray. Haben wir hier? This must be it. Ja. So, jetzt sollte ich hier ein Rätsel lösen in so einem Shooter-Spiel. Okay. So, we need to make them meet, right? Crap. Oh, we killed them. Ach so. Start over now.
This sucks. Okay, ich muss einfach nur nach und nach die Viecher hier abknallen und dann treffen sie sich. Okay, ein sehr, sehr schweres Rätsel. Aber klar, wie will man sowas in einem Shooter einbauen, ne? Dafür ist es schon ganz cool gemacht. Soll ich sie auch noch abschießen? Nein, mache ich natürlich nicht. Hat ein bisschen was von Donkey Kong, dem allerersten, wo Mario praktisch die Leiter hochrennen muss. Ja. Da gebe ich ihm recht. Das ist echt ein bisschen kompliziert für einen Türmechanismus. Geld. Na Gold. Oh Gott. Ah, da kommen doch gleich wieder die mit den langen Armen, die Viecher. Was war das? Ja, das ist mir. Ich könnte ein paar mehr von der Munition hier gebrauchen. Ein paar mehr. Ein bisschen mehr. Okay, das war ganz gut. So wird es nix. Great. Now where's it gone? Gute Frage. Da ist er. So. Du bist doof. Check that out. I think we did well. Aha. Ah, ich habe kein grünes Kraut. Das ist schade. Hätte ich sonst gerade nehmen wollen. Hier passiert doch irgendwas. Ja. Passiert doch was. Okay, noch einen schaffe ich aber nicht. Da muss ich beim nächsten Mal zur Dings. Oh, geil. Zum Granatwerfer greifen. Diesen Bereich mit dieser geheimen Villa fand ich im Hauptspiel richtig cool, ne? Ist doch schön unheimlich. Die Atmosphäre ist aber auch geil. Für den Lightgun-Shooter ist das so gut. Total mysteriös und düster gerade. Dass man das überhaupt hinkriegt. Hammer. Das Gold. Hi. Hier kommt doch bestimmt auch gleich einer hochgeflogen. Ich attacke diese Island, upon hearing the news of an awakening. Aber es seems it was a pretense. Steve! Wesker. All but. Though ironically, I feel you will lead me to the truth regardless. Chris's little sister. You're nothing more than a coward! Show yourself, damn it! He mentioned my brother's name. Uh-huh. Who was that? Ach, sie kennt ihn ja noch gar nicht, ne? Ihr Granatwerfer ist geladen für Notfall. Der hat ja Dynamit bei. Ich wollte gerade sagen, der hat Dynamit an sich dran. Geil. Ich hab dich vorher schon so oft abgeballert. Wow. Die beiden habe ich relativ fix. Das verstehe ich aber nicht. Ne? Mal ist ein Schuss, sind sie tot. Und mal war das jetzt 10 Mal in den Kopf und er lebt immer noch. Ich schwöre, er war der, der die Insel attackiert hat. Lass uns das später später. Right now, we need to focus on how to get off this island. Ja, Claire, bleib locker. This is creepy. Oh ja. Und das gefällt mir. I know Alfred is here somewhere. Mehr oder weniger, ja.
Da müssten eigentlich wieder Fledermäuse drin kommen. Mal schauen. Und viele Puppen müssten hier eigentlich rumhängen. Also nicht nur die großen von der Decke, sondern auch... Oh, die Musik, geil. Auch in den Schränken und so müssten viele Puppen rumliegen. Oh, ist das eine tolle Musik. Someone should fire their interior decorator. Hat doch gereicht. Bin begeistert. Oh, es reicht genau. Ein Magazin reicht genau für all so ein Viech anscheinend. So, haben wir hier noch was? Ich dachte, da ist vielleicht was hinter. Na, wahrscheinlich hätte man den immer noch hier bekämpfen können, wenn man nicht so schnell gewesen wäre. Haha. Ja, hat er nicht ganz unrecht. Bam. Sehr schön. Okay, dann nicht. Na, der kommt bestimmt gleich noch hier hoch. Oh, das war der falsche Knopf. Das wollte ich gar nicht. Okay, aber immerhin sind die beiden platt. Und vor allem, wir haben nicht... Wir kriegen keinen Schaden davon, das ist das Gute. Ist das Gold? Ja, wenn, dann ist es jetzt weg. Im echten Spiel ist es ja so, also im echten Spiel, das hört sich mal doof an, aber wenn du da ziemlich dichten Granatwerfer, glaube ich, benutzt, dann kriegst du schon Schaden davon ab. Ich mag das mit diesem Dynamit. Das ist voll geil. It's Veronica. The Veronica virus. No. I can't remember anymore. My head is ready to explode. Alexia! Cool. Oh, ich mag das. Das ist so schön. Please don't be so hard on yourself, brother. We can still have much fun playing our game. Aha. Did you hear that? Ja, und die hören die Schüsse auch gar nicht, ne? She is alive after all. I knew something was wrong. Let's finish this. Aha. Wenn das so einfach ist. Die müssten jetzt weg sein wahrscheinlich. Kommen dann auch oben in den Geheimraum hin. Where'd they go? Nobody's here? There's probably another hidden passage in here somewhere. Das ist richtig. Maybe. Let's look for one. Ja, ich weiß, dass da was ist an der Tür, aber ich kann euch ja nicht lenken. Ihr müsst ihr schon selbst finden. Gibt's hier irgendwas zum Anschießen? Da. Okay, ich habe die Spieluhr kaputt gemacht. Keep shooting until we find it. Yeah, there has to be something. Ja, ja, was denn noch? We just need to find it. Ja, hä? Hier am Schreibtisch? Also ich sehe jetzt gerade, also es müsste das Zielvisier müsste ja was machen.
Oh Gottes Willen, nee, ich behalte schon die Pistole. Hä? Ja. Look, it's glowing. Ja, aber da konnte ich doch gar nicht eben hin. Das fand ich jetzt merkwürdig. Aha. Oh, da kann ich drauf schießen. I got it. He's up there. This place is full of toys. Why would he need these? Ja, brauchen ist relativ. Er ist halt ein bisschen zurückgeblieben und krank, ne? da war Kraut. What is this room for? Yay. This doesn't look like a study to me. It's just a toy room. Isn't he too old for toys? Sie kann das Gold nicht nehmen. Okay, Kampf gegen Alexia. Okay, man kann die Teddybären alle abknallen, aber hat, glaube ich, jetzt gerade wenig Sinn. Wo ist er denn? Da ist er. Ich schieße lieber auf Teddybären, das ist auch schön. An der Wand ist auch gerade schön diese Ameise gewesen, die große. Was ist denn jetzt? Die lässt sich ganz schön Zeit, da war sie eben. Eigentlich habe ich dich getroffen. Schau mal! Alfred was playing two roles all by himself. He couldn't bear the fact that his sister was dead. Schönes Ende. Delete. Ja, geil. War wieder sehr, sehr cool. Ich glaube, das fand ich so geil von meiner Leistung her, was die Zielgenauigkeit und so angeht. B. Ja, A. Okay. A. Bonus, ja, gut, schwankt es zwischen A und B. Wahrscheinlich kriege ich eher ein B, denke ich mal. Getötete Gegner 76 ist aber anscheinend sehr wenig gewesen. Ich hätte wesentlich mehr töten können. Ja, B. Ist okay. Was kriegen wir an Gold? Oh. Wir haben 16.000. Wie habe ich das denn hingekriegt? Ja, geil, da können wir ja richtig was damit machen. Hunter 2, Zeitung. Oh, Zeitungsausschnitt ist dabei. Sehr schön. Können wir wieder was lesen. Mache ich aber ganz gerne. Finde ich auch ganz gut, dass sie das in dem Shooter haben aufleben lassen, dass man hier auch ein paar Dokumente finden kann. Was ist denn jetzt an dem Hunter anders? Ah, weil die so ein leuchtendes Auge haben wahrscheinlich, ne? Das sieht schon ein bisschen eklig aus, ne? Boah. Okay. Ja, das ist gut. Dann haben wir ein Filmchen, das wir eben wegklicken werden. Zack. Und dann lesen wir den Text. Das ist dieser hier. Zeitungsausschnitt. Ein 10 Jahre altes Wunderkind hat das Studium an einer renommierten Universität als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Das internationale Unternehmen Umbrella hat ihr eine Stellung als leitende Forscherin angeboten. Okay. Ja.
Ein Wunderkind in den Händen eines riesigen Waffenkonzerns. Super. So, dann wollen wir mal gucken. Pistole. Kraft. Oh ja, das wäre doch geil, oder? Das machen wir auch direkt. Das mache ich. Und jetzt haben wir schon C. Und den Rest, oh, hat sich erledigt. Also ich werde erstmal bei der Waffe bei der Pistole, glaube ich, bleiben. Gut, weiter geht's. Ja, ich denke, ich behalte die Waffenauswahl so bei. Und weiter geht's mit der Story. Ich bin schon sehr gespannt.